herzlich willkommen zu meinem neuesten Video. Ich habe mir überlegt, dass ich euch mal zeigen möchte, wie ich meine Haare style, wenn ich nicht darauf aus bin, sie perfekt zu definieren. Ich finde nämlich, dass nicht nur wunderschön definierte Locken schön sind, sondern auch Frizz, wie man so schön sagt, strubbelige Haare, etwas wild, groß, überhaupt nicht dezent. Dafür ist nicht viel nötig. Ich zeige euch gleich die Produkte, die ich benutze. Es ist schonend, es ist einfach und es ist mal ganz und gar nicht perfekt. Und das gefällt mir besonders gut. Ich zeige euch auch noch, was ich mache, um meine Haare nachts zu schützen und gleichzeitig wieder das Styling vorzubereiten. Also, ich benutze Mandelöl. Da kann man eigentlich auch jedes andere reichhaltige Öl nehmen. Dann nehme ich meinen Leave-In Conditioner von Cantu. Eine spezielle Massagebürste, die kennt ihr vielleicht noch von früher, ist so ähnlich wie ein Tangle-Teaser, nur viel besser. Dann ein paar Klammern und Haargummis ohne Metallteil zum Abteilen, Papillotten und einen Föhn mit Kaltstufe. Das ist ganz wichtig, dass er kalt föhnen kann. Ich habe meine Haare frisch gewaschen an diesem Tag. Normalerweise kann man den Style, den ich gleich mache, auch mit bereits fertig gestylten und trockenen Haaren machen. Allerdings habe ich davor jetzt noch eine Haarkur gemacht, damit die Haare schön mit Feuchtigkeit versorgt sind, bevor ich sie föhne. Auch wenn ich gleich nur kalt föhnen werde, sorge ich halt dafür, dass meine Haare gut geschützt sind. Dafür nehme ich jetzt einfach Mandelöl. Wer möchte, kann auch einfach ein Serum oder ein Öl mit Hitzeschutz nehmen. Dann bürste ich meine Haare schon mal durch und beim Waschen habe ich sie natürlich schon vorbereitet, also sind keine Knoten in den Haaren, was ganz praktisch ist. Dann föhne ich meine Haare einfach Stück für Stück durch. Wie gesagt, auf kalter Stufe ganz wichtig, denn wir wollen möglichst keine Hitzeschäden haben. Ich ziehe meine Haare einfach mit der Bürste runter und gehe dann mit dem Föhn hinterher. Und ja, da ich auf kalter Stufe föhne, dauert es ein kleines bisschen länger, als wenn ich auf warmer Stufe föhnen würde. Aber dafür, wie gesagt, weniger Hitzeschäden. Jedes Mal, wenn ich eine Partie fertig geföhnt habe, mache ich ein kleines Haargummi drum, einfach damit sich die Haare nicht weiter hochziehen. Und dann mache ich weiter mit den anderen Partien, die ich mir schon abgeteilt habe. Und hier zeige ich jetzt nochmal, wie ich das mache. Also ich klemme die Bürste hinter die Haare und den Föhn dann auf die andere Seite, sodass die Föhnluft gut an die Stelle rankommt und ich die Haare gleichzeitig damit glatt ziehen kann. Und das Föhnen hat auch einen ganz praktischen Zweck. Also erstens ist es jetzt ziemlich kalt draußen, deswegen gehe ich nicht gern mit nassen Haaren in Twists raus. Und zweitens werden die Haare dadurch schon mal in die Länge gezogen und vorbereitet für die Twists, die ich gleich mache. Wenn meine Haare relativ trocken sind, nehme ich noch etwas Öl für meine Spitzen, kämme sie durch und dann fange ich an zu twisten. Das ist der entscheidende Teil dafür, um meine Haare später in die Form zu bringen. Als 4 Twists. Normalerweise kann man echt so viele machen, wie man möchte. Und eigentlich mache ich am liebsten Flat Twists. Allerdings sind 4 Twists super einfach. Das kann jeder nachmachen.
und dann drehe ich in die Spitzen Papillotten rein. Das gibt einfach so eine kleine süße Locke am Ende der Strähnen und hält die Twists zusammen. Da meine Haare noch nicht ganz trocken sind, gehe ich nochmal auf kalter Stufe mit dem Föhn drüber und ein paar Minuten später kann ich das Ganze auch schon rausdrehen. Und da seht ihr jetzt die Wellen, von denen ich gesprochen habe. Es ist nur ganz leicht und je länger man die Papillotten und Twists drin lässt, desto länger hält das Styling auch. Und jetzt zeige ich euch die zweite Version, und zwar Flat Twists. Und das ist das, was ich abends mache vorm Schlafengehen. Ich bringe noch etwas Leave-in Conditioner oder Öl in meine Haare, vor allem an den Ansatz und die Spitzen. Ich schaue, dass meine Haare möglichst knotenfrei sind und dann twiste ich die Haare runter. Und das sind Flat Twists. Ihr wisst vielleicht, wie French Braids gehen, also am Kopf entlang geflochtene Zöpfe. Und das Prinzip ist fast das gleiche. Ihr nehmt halt zwei statt drei Strähnen und greift immer mit der Strähne, die ihr in der Hand habt, etwas von außen dazu. Und unten twistet ihr dann einfach ganz normal weiter. Dann für meine Spitzen nehme ich noch etwas Leave-in Conditioner. Und dann drehe ich meine Papillotte rein. Und das war's auch schon für die Nacht. Um meine Haare extra zu schützen, nehme ich noch mein berüchtigtes Satin-Tuch dazu. Ich wickele es einfach um meinen Kopf, das kann ja jeder irgendwie rausfinden, wie es ihm am besten passt, dass die Papillotten einen beim Schlafen nicht stören, nicht drücken. Und am nächsten Morgen sind meine Haare dann nochmal definierter und die Pflege ist tief eingezogen. Ja, ihr Lieben, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Ausprobieren und ich sehe euch in meinem nächsten Video.